Na, was ist? Seid ihr bereit? Ihr macht euch wohl Sorgen über uns, hä? Das haben wir nicht nötig, nicht wahr, Joe? Nein, vor den Barclays brauchen wir uns nicht zu fürchten, Zack. Unsere Ranch gewinnt seit 3 Jahren. Wir werden auch diesmal dafür sorgen, dass keiner von den Barclays uns besiegt. Freut euch nur nicht zu früh. Vielleicht steht euch in diesem Jahr eine Überraschung bevor. Das hast du uns aber im vorigen Jahr auch schon prophezeit, Nick. Ja. Das Lachen wird euch schon noch vergehen. Nick? Ha? Mein Vater sagt, ihr Barclays seid alle sehr sportlich. Ja, wir sorgen immer dafür, dass wir in Form bleiben, mein Junge. Das hilft nichts. Das Rodeo werdet ihr wieder verlieren. Ich wette 5, dass wir diesmal gewinnen. 1000? 1000. Abgemacht? Die Wette gilt. Abgemacht. Okay! Hey! 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 Was ist abgemacht? Ha? Ach so, du meinst mit den Mortons. Mit den Mortons? Ach, wir haben nur eine kleine Wette auf das Rodeo abgeschlossen. Aha. Weiter nicht. Wie viel? 5. 100? 1000. Ja. Willst du dich beteiligen? Du bist wohl übergeschnappt, was? Wenn du nicht willst, bitte, dann kannst du es ja lassen. Ich habe das Gefühl, dass wir diesmal gewinnen. Dieses Gefühl hattest du im letzten Jahr auch. Weißt du, was uns das gekostet hat? Ja, das war Pech. Diesmal werden die Mortons... Auch wieder gewinnen. Du verlierst deine Wette. Verlass dich drauf. Zack wusste genau, dass du einsteigen wirst. Was hätte ich denn tun sollen? Passen, mein Junge. Passen? Es war blöd, mit ihnen zu wetten. Die Mortons sind stärker als je und 2 unserer Leute fallen auf aus. Auf welcher Seite bist du eigentlich? Natürlich auf unserer, aber wir haben überhaupt keine Chance. Die Mortons haben alle guten Cowboys bereits für sich gewonnen. Das glaube ich nicht. Ich könnte dieses Rodeo für Sie gewinnen. Ich heiße Joshua Watson. Einverstanden? Zeit, dass du heimkommst. Ich hatte ziemlich viel zu tun, danke. Du hast immer ziemlich viel in der Stadt zu tun, wenn es hier Arbeit gibt. Diesmal wirst du mir dafür danken. Wofür? Für Joshua. Joshua Watson, mein Bruder Heath. Guten Tag. Er wird ganz allein das Rodeo für uns gewinnen. Und da hat er sich viel vorgenommen. Aha. Kannst du ein Lasso werfen? Da schlägt mich niemand. Hast du auch mal irgendwo gewonnen? Ja, ein paar Mal sogar. Kannst du ein Pferd anreiten? Selbstverständlich. Na schön, das wirst du uns beweisen. Gleich jetzt, einverstanden? Charlie! Nick, Moment noch. Hey, Charlie! Ja, Nick? Sattle Bedden und bring ihn bitte her. Was ist, Charlie? Hast du nicht gehört, du sollst den Bedden satteln und ihn hierher bringen? Ich helfe ihm dabei. Gut, Joshua. Dieser Versuch ist doch zwecklos. Oh? Er soll uns beweisen, dass er alles so gut kann, wie er gesagt hat. Du weißt doch, Ardy und Dale wurden von der Bedden sofort abgeworfen. Mhm. Willst du dieses Pferd wirklich reiten? Ja. Weißt du auch, was du davor hast? Natürlich. Sie nennen dieses Pferd Abaddon. Das heißt so viel wie Teufel. Halte den gut fest. Ein temperamentvolles Pferd. Das kann man wohl sagen. Ich will dieses Pferd nicht reiten, nur um Ihnen zu imponieren. Sondern? Was bekomme ich, wenn ich es einreite? Was willst du? Das Pferd als Geschenk. Okay, wenn du es schaffst, gehört es dir. In Ordnung. Du brauchst ihn nicht zu reiten. Ich habe in meinem Leben schon viele Teufel bezwungen. Diesen hier schaffe ich auch. Du bist entweder der beste Cowboy der Welt oder verrückt. Lass ihn raus. Ja! Das ist ein Wahnsinn!
Lass dich nicht abwerfen! Ja, gut so, gib's ihm! Du darfst nicht nachlassen! Ruhig, Ben! Hey, pass auf! Ist dir was passiert? Alles in Ordnung. Wo willst du hin? Zum Pferd zurück. Gibst du noch nicht auf? Ein Mann kann auch mal abgeworfen werden. Aber mal wird der Gaul auch müde. Ah. Komm jetzt. Ganz ruhig sein. Jetzt wollen wir mal sehen, wer von uns der Stärkere ist. Ich gebe so schnell nicht auf. Hey, sei lieber vorsichtig. Das war sehr gut. Nicht nachgeben, Joshua! Der Kerl ist fantastisch. Geschafft! Du hast es geschafft, Joshua! Der Junge ist Gold wert. Ja, glaubst du jetzt auch, dass er das Rodeo für uns gewinnen wird? Nur weiter. Lassen wir uns noch bewundern. So ist brave Ben. Her! Dem Pferd, als ob er angewachsen wäre. Fantastisch. Gibt es denn irgendwas, was dieser Joshua Watson nicht Nein, kann? Nein, der Bursche beherrscht alles. Lasso werfen, Pferde einreiten, alles. Hat er denn wirklich Abaddon eingeritten? Ja, und nach 2 Minuten hat ihm das Pferd aus der Hand gefressen. Wie schneidet er ab im Vergleich zu den Mortons? Er ist besser als sie, fragt doch Heath. Dann werden wir in diesem Jahr gewinnen, oder? Ja, wenn Joshua für uns reitet, ganz bestimmt. Willst du dich nicht doch noch an der Wette beteiligen? Nein, dazu ist mir mein Geld zu schade. Mir wäre auch viel wohler, wenn du das Ganze aufgeben würdest. Zum ersten Mal haben wir die Möglichkeit, ein Rodeo zu gewinnen und Jared ist dagegen. Er will nicht. Warum eigentlich? Ganz einfach, weil es jetzt nicht mehr eine sportliche Auseinandersetzung ist. Wir werden Ärger kriegen. Vielleicht, weil eine Wette abgeschlossen wurde? Nein. Frag die Leute, die Cowboys wetten auch miteinander. Es geht doch jetzt nicht mehr um eure Wetten. Du weißt doch, im vorigen Jahr hatten wir mit den Mortons hinterher eine Rauferei. Ach was, wir haben alle nur ein bisschen Dampf abgelassen. Aha, und was kam danach? In die Viehtränken wurde Salz geschüttet und die Weidezäune wurden angesägt. Das waren nur dumme Streiche. Ich garantiere dir, wir werden uns mit den Mortons noch wegen dieses verdammten Rodeos verfeinden. Wart mal einen Moment. Vor 4 Jahren haben wir mit dem Rodeo angefangen, um die Rivalität zwischen uns und den Mortons in friedliche Bahnen zu lenken. Wenn wir dieses Ziel aber nicht erreichen können, werden wir uns jetzt zurückziehen. Mutter, du vergisst, dass ich für das Rodeo verantwortlich bin und absagen werde ich es auf gar keinen Fall. Nick, was ist, wenn jemand getötet wird? Dafür werde ich selbstverständlich auch die Verantwortung tragen. Willst du dich immer noch nicht an der Wette beteiligen? Nein, ich habe auch einen Dickschuh. Hör endlich auf, verdammt nochmal. Du kicherst hier herum wie eine Hyäne. Was ich ist kann los? Nicht anders. Ich denke dauernd an diesen Nick Barkley. So ein dämlicher Kerl, der wird nie auslernen. Er will den Kampf nicht aufgeben. Deswegen mache ich ihm keinen Vorwurf. Das mache ich auch nicht, Vater. Ich freue mich nur, dass Nick seine Wette verliert und wir dafür Zuchtvieh kaufen können. Ich nehme an, dass du höchstpersönlich nach Denver willst, um das Zuchtvieh abzuholen, ja? Ja, ich und Joe. Dachte ich doch. Es ist ein ziemlich langer Weg bis nach Denver. Und 2 jungen Burschen wie euch kann unterwegs was passieren. Ihr müsst also auf der Hut sein. Wir passen schon auf, das verspreche ich dir. Noch etwas, mein Junge. Die Barclay-Söhne sind alle miteinander prächtig geraten. Ich mag sie. Und ihr beide seid genauso in Ordnung wie sie. Ihr habt mir jedenfalls nie Kummer gemacht. Ihr wisst doch, wie ein echter Morton sein muss. Danke. Tapfer, klug und mutig. Aber das Wichtigste ist, er gibt nie auf. Vater? Zack? Wir sind hier, Joe. Gut, dass ihr noch auf seid. Wo warst du? Hm? In der Stadt, wo sonst? Ich traf ein paar Leute von der Barclay Ranch. Zuerst habe ich gedacht, die wären betrunken. Wollten sie sich etwa mit dir prügeln? Nein, Vater.
Sie wollten alle mit mir auf das Rodeo wetten. Hoffentlich hast du die Wetten abgeschlossen. Ach, selbstverständlich. Ich habe jeden Betrag angenommen. Und dann habe ich von ihnen was rausgekriegt. Sie erzählten, die Barclays hätten einen neuen Cowboy engagiert. Einen farbigen. Mit dem Namen Joshua Watson. Die Leute sagen, er sei der beste Rodeo-Reiter, der jemals im Sattel saß. Hast du ihn reiten sehen? Hm? Na, natürlich nicht. Wann denn? Von dem Schwarzen brauchen wir uns doch wirklich nicht zu fürchten. Richtig. Drei Champions reiten für uns. Ich bezahle ihnen mehr, als sie je zuvor verdient haben. Eins verstehe ich nicht. Die Leute wissen, wie gut unsere Cowboys reiten. Und trotzdem haben sie alle auf diesen Schwarzen gesetzt. Sie sind genauso blöde wie Nick Barclay. Ich kenne jeden guten Reiter hier in der Gegend. Aber noch nie habe ich etwas von einem Joshua Watson gehört. Du? Nein. Keine Angst, Joe. Wir gewinnen. Das ist ganz sicher. Du kannst von mir aus weitere Wetten abschließen. Ich habe keine Angst, Vater. Du brauchst nicht zu lachen, okay, okay. Im Übrigen, wenn der Mann so gut ist, wie Sie sagen, müssen wir versuchen, diesen Burschen für uns zu gewinnen. Richtig, Vater? Ich habe es vorhin schon deinem Bruder gesagt. Ein Morton ist klug und tapfer, er gibt vor allem nie auf. Geh langsam, Joshua. Spar deine Kraft lieber für das Rodeo. Arbeiten habe ich von klein auf gelernt. Das macht mir nichts. Ich werde trotzdem fit genug sein. Wir beide sind ziemlich gleich dran, Joshua. Wieso denn? Weil ich auch aus einer armen Familie stamme. Arbeit ist das Einzige, was ich in meinem Leben kenne. Aber ihr Schwarzen habt es noch schwerer als wir. Joshua, du musst das Rodeo für uns gewinnen. Ich habe eine Frau und zwei nette Jungs. Seit 2 Jahren spare ich bereits, weil ich meine Familie herbringen möchte. Jetzt habe ich mein Erspartes auf dich gesetzt. Ich werde mein Bestes tun, Charlie. Hm. Ah, ich bin gleich fertig. So jemanden wie dich hatten wir noch nie auf der Range. Naja, ein Schwarzer kommt selten in dieses Gebiet. Unsinn, so habe ich es nicht gemeint, Joshua. Hier bei uns waren schon viele Schwarze. Sie alle sind hergekommen, um hier im Westen neu anzufangen. Manchen ist es gelungen. Aber noch nie hat einer so viel geleistet wie du. Du verstehst ziemlich alles von der Arbeit auf einer Ranch. Naja, ich habe sehr viel gelernt. Woher kommst du? Das weiß ich nicht mehr so genau. Joshua, ich möchte gerne wissen, wo du zu Hause bist. Dort, wo ich arbeite. Aha. Hey, Charlie! Ich habe eine Freundin für dich gefunden. Ich verzichte. Die passt besser zu dir. Hier, vielleicht ist was für dich. Hey, Charlie, pass auf. Fang sie. Für Schlangen habe ich auch nicht viel übrig. Danke. War eine Kleinigkeit. Eine Kleinigkeit? Du schießt hervorragend. Ach was, ich habe da nur abgedrückt, das war alles. Die Schlange hat für den Rest gesorgt. Verstehe ich nicht. Eine Klapperschlange beißt alles, was ihr in die Quere kommt. Da hat sie eben die Kugel geschluckt. Aha. Ich falle auch noch drauf rein.
coming for to carry me home. Well, I looked over Jordan, and what did I see? Coming for to carry me home. I saw a band of angels coming after me. They were coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Das war sehr schön, Joshua. Danke, Nick. Nach dem Lied würde ich sagen, dein Vater war ein Prediger. Nein, er war ein Sklave. Ein Baumwollpflücker. Nick! Bert! Bert, was ist passiert? Was war los? Ich habe unser Vieh gesucht, das sich verirrt hat. Da haben sie auf mich geschossen. Weißt du, wer es war? Wer war es? Die Martens. Sie fangen also wieder an. Joshua, bring Bert zur Ranch zurück. Charlie, reite in die Stadt und hol den Doktor. Was haben Sie vor, Nick? Ich will die Martens besuchen. Doch nicht jetzt, mitten in der Nacht? Es wird hell sein, bis ich hinkomme. Na los. Hey, Zack! Da kommt er. Ja, genau wie du gesagt hast. Ihr habt auf Bert geschossen. Er hat unser Vieh gejagt. Du lügst. Überleg dir erst, wen du hier einen Lügner nennst. Ja. Wenn das eine Aufforderung zum Tanz sein soll, dann bitte. Yeah.
Alles in Ordnung? Ja, mehr fehlt überhaupt nicht. Mir geht's großartig. Wer hat dir gesagt, dass ich hier bin? Charlie natürlich. Lass den gehen? Ich brauche deine Hilfe nicht. Lass mich in Ruhe. Hilfst, nehme ich dich auseinander. Heath! Wenn dein Bruder sich noch mal hier blicken lässt, kommt er überhaupt nicht mehr auf seinen Gaul. Okay, reiten wir los. Was macht dein Auge? Frag nicht. Es tut alles weh. Soll ich dir ein neues Steak bringen? Nein, nicht nötig. Vielen Dank. Na schön. Ah, hier seid ihr. Was hat er denn? Frage ihn. Hallo? Was denn passiert? Gar nichts. Gar nichts? Wie oft soll ich's noch sagen? Nein, nichts! So ein schönes blaues Auge habe ich noch nie gesehen. Das steht ihm aber gut, nicht? Ja, Nick, wenn die Mädchen dich so sehen, werden sie sich hoffnungslos in dich verlieben. Du hast dann keine ruhige Minute mehr. Wer war es? Die Mortons. Ah, schon wieder die Mortons. Ich habe dich gewarnt, aber du wolltest ja nicht auf mich hören. Jetzt hast du erreicht, was du wolltest. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Du wirst doch einsehen, dass du jetzt nicht in der Form bist, um noch weiter mitzumischen. Nimm endlich Vernunft an. Es geht hier aber nicht nur um ein blaues Auge. Sie haben auf Bird geschossen. Die Mortons behaupten, er hätte ihr Vieh von den Weiden gejagt. Das ist gelogen! Wo willst du hin? Ich nehme ein heißes Bad, dann bin ich in einer Stunde so gut wie neu. Hier. Das Ding brauche ich nicht mehr. Es ist sinnlos. Was? Misch dich nicht ein. Lass ihn doch. Ich glaube, ich unterhalte mich mal mit Rufus. Vielleicht ist er vernünftiger. Dabei wird sicher nichts rauskommen. Der alte Morton ist noch viel schlimmer als seine Söhne. Bird wurde geschossen. Nick haben sie zusammengeschlagen. Das Maß ist voll. Wir reiten zu den Mortons und hauen ihnen die Schädel ein. Einverstanden. Wir haben nichts Besseres verdient. Wir. Okay, er hat recht. Kommst du mit, Joshua? Selbstverständlich, Charlie. Dann kann der Spaß ja losgehen. Wo wollt ihr hin, Jungs? Zu den Mortons. Keiner verlässt die Ranch, ist das klar? Nick und Bird wurden verletzt. Jeder, der rausreitet, um mit den Mortons zu raufen, ist entlassen, verstanden? Und die Mortons? Mit denen spreche ich. Ich will gerade hin. Ich bin aus einem ganz bestimmten Grund gekommen, Rufus. Ich will nicht, dass wir Feinde werden. Dieses Rodeo müssen wir absagen. Du bist umsonst hergekommen. Du willst nicht, dass das Rodeo stattfindet? Ihr habt doch einen Mann, der es vielleicht für euch gewinnen wird. Ja, anscheinend ist er doch nicht so gut. Und jetzt tu mir den Gefallen und mach die Haustür auf. Dann findest du auch den Weg schneller, Jared. Ich muss euch an etwas erinnern, Gentlemen. Auf einen unserer Leute hat man geschossen. Er wurde schwer verletzt. Da hat er noch Glück gehabt. Ich habe nämlich meinen Söhnen befohlen, auf jeden zu schießen, der unser Land betritt. Du wirst hoffentlich einsehen, was für ein Fehler das war. Sag das Rodeo ab, bevor jemand getötet wird. Meine Jungs freuen sich seit einem Jahr auf dieses Rodeo. Und ich habe nicht die Absicht, ihnen den Spaß zu verderben. Ich bin wirklich sehr überrascht. Nie hätte ich geglaubt, dass Herrn Barclay mich bittet, nachzugeben. Rufus, ich bitte dich doch nicht nachzugeben. Ich appelliere an deine Vernunft. Ein Morton gibt nie etwas auf.
Willst du wirklich, dass unsere Leute sich bekämpfen? Warum nicht? Dann wird wenigstens ein für alle Mal Klarheit geschaffen. Dich juckt wohl das Fell. Du willst unbedingt einen Kampf haben. Du kannst ihn bekommen. Die Barclays haben sich noch nie gefürchtet. Wenn einer uns angreift, dann werden wir uns entsprechend verteidigen. Jim. Ja, so ist es richtig. Lass dich nicht abschütteln. Er soll sich austoben. Wie sieht's denn mit der Zeit aus? 5 Sekunden, er schafft es. Bleib dran, Jim, halt aus. Durchhalten. Oh. 7 Sekunden. Gar nicht mal so schlecht. 7 Sekunden? Das ist nicht genug. Damit würde er nie gewinnen. Er muss 8 Sekunden lang auf dem Pferd sitzen. Na gut, Jim, es reicht für heute. Geh und nimm ein heißes Bad. Wie schaffst du es, Joshua? Ich sitz ganz ruhig im Sattel. Ich lass nur das Pferd arbeiten. Es ist zwar sehr wichtig, 8 Sekunden im Sattel zu sitzen, aber man muss auch darauf bedacht sein, dass es gut aussieht. Wenn einer eine gute Figur macht, achtet der Preisrichter nur noch auf ihn. Hallo, Jared. Wie hat sich Jim gemacht? Ich bin zufrieden. Joshua arbeitet noch mit ihm. Wenn diese Mortons nur ein bisschen Verstand hätten, dann würden sie aufgeben. Sie tun es vielleicht noch, Nick. Charlie hat mir erzählt, dass er Zack und Joe auf den Hügeln oben gesehen hat. Sie beobachten Joshua mit dem Fernglas. Weißt du, was du Charlie sagen kannst? Wenn er sie wieder mal sieht, soll er sie bitten, runterzukommen. Sie müssen sich sonst so anstrengen. Das täte mir leid. Ihnen werden sowieso die Augen übergehen, wenn sie mich trainieren sehen. Joshua sagt, im Lassowerfen bin ich gut. Da schlägt mich niemand. Nick ist wirklich gut. Er macht's ausgezeichnet. Ja, wenn du es sagst, dann glaube ich es. Was haben Sie, wenn ich fragen darf? Sie sehen so bedrückt aus. Sorgen Sie sich wegen des Rodeos? Nein, nein, natürlich nicht. Vielleicht sehe ich die Dinge nur ein wenig zu schwarz. Wenn keiner von uns die Nerven verliert, wird alles gut gehen, hoffe ich. Mhm. Silas? Silas? Was ist, Miss Audrey? Oh, siehst du dir den Almanach an? Ja, Miss. Wenn du die Wettervoraussage für den Tag des Rodeos wissen willst, sehr sonnig, ziemlich warm. Der Wind kommt aus dem Süden. Ich habe schon gestern nachgesehen. Dann ist also das Wetter sehr gut. Aber danach suchte ich nicht, Miss Audrey. In diesem Almanach stehen auch alle berühmten Rodeo-Reiter. Ach, das wusste ich gar nicht. Wenn jemand ein so guter Rodeo-Reiter wie unser Joshua ist, dann müsste er doch auch in diesem Almanach stehen. Hast du seinen Namen gefunden, Silas? Nein, hier drin steht nichts über ihn. Das wird sich ändern, sobald er die Mortons besiegt hat. Dann werden sie sicher seitenlang über ihn schreiben. Du bist stolz auf ihn, nicht wahr? Ja, Miss Audrey. Ich bewundere Joshua. Wir wissen eigentlich sehr wenig über ihn. Hattest du schon irgendwann mal die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen? Wir haben schon miteinander geredet. Sehr oft sogar. Er wird dir doch sicher was von sich erzählt haben. Nein, Miss. Anscheinend wundert sie das. Ja, Silas. Joshua und ich sind uns in einer ganz bestimmten Beziehung gleich. Wir haben dieselbe Hautfarbe. Aber wir sind trotzdem sehr verschieden. So verschieden wie der Tag und die Nacht. Wie meinst du das? Ich habe, seit ich denken kann, immer in einem großen Haus gearbeitet. Ich wurde von allen gut behandelt, weil ich zum Haus gehörte, verstehen Sie? In meinem ganzen Leben arbeitete ich nur hier. Und Joshua? Der kommt von den Feldern. Und das ist etwas anderes. Er kannte in seinem Leben immer nur harte Arbeit und manchmal die Peitsche. Jetzt ist er zwar frei, dafür aber ruhelos. Er ist empfindlich und auch sehr stolz. Er sucht für sich einen Platz, der für ihn zur Heimat werden soll. Er möchte dort als freier und geachteter Mann arbeiten und leben. Ich muss erst das hier zur Bank bringen. Trink inzwischen ein Bier. Ich komme danach. Okay. Mach 2 Dollar.
Wollen Sie gleich bezahlen? Ja, hier. Danke. Ein Bier, bitte. Der Schwarze von der Barclay Ranch. Sie sind bestimmt Joshua Watson. Und Sie sind bestimmt Rufus Morton. Sie kennen mich? Jeder hier in der Gegend kennt die Mortons, weil sie fast allen irgendwann einmal auf die Zehen treten. Das haben wir mit Ihnen nicht vor. Sie kennt auch jeder. Die Leute erzählen Wunderdinge von Ihnen. Ich will mit Ihnen reden. Reden? Worüber wollen Sie mit mir reden? Hätten Sie Lust, für mich zu arbeiten? Ich suche keine Arbeit. Ich zahle das Doppelte von dem, was Sie von den Barclays bekommen. Niemand kann mir das geben, was ich von den Barclays kriege. Das werden wir erst mal sehen. Trinken wir was und dann reden wir weiter. Ich lade Sie ein. Ich habe schon was zu trinken. Hey, Moment mal. Du weigerst dich, ein Glas mit meinem Vater zu trinken? Niemand hat das Recht, ihn dazu zu zwingen. Genau das meine ich auch. Der Mann hat mich zu einem Drink eingeladen. Und ich habe gesagt, nein, ich will nicht mit ihm trinken. Sind wir vielleicht nicht gut genug für dich? Das haben Sie gesagt, aber nicht ich. Sie sind noch etwas zu jung, um schon zu sterben. Was sagst du dazu, Vater? Wenn ein Mann so gut mit dem Revolver umgehen kann, ist er entweder ein Verbrecher oder von der Polizei. Der gehört nicht zur Polizei. Arbeitest ja immer noch. Es ist schon spät. Der Sattel soll glänzen. Wie geht es dir? Ich bin zufrieden. Ich dachte, dass du heute Abend mit den anderen Jungs wieder in die Stadt geritten bist. Nein, heute nicht. Ich habe noch viel zu tun. Bis zum Rodeo will ich alles poliert und in Ordnung haben. Übrigens, Heath hat mir vorhin erzählt, dass dir Rufus Morton eine Stellung angeboten hat. Mit doppeltem Lohn. Du hast abgelehnt. Warum? Ich wollte nicht. Euer Fuhrmann hört Ende des Monats auf zu arbeiten. Ich hätte gern seine Stellung. Ich weiß nicht. Das würde ich mir noch sehr gut überlegen. Als Fuhrmann verdienst du nur halb so viel von dem, was der alte Morton dir zahlen würde. Mir gefällt sie auf eurer Ranch. Das ist mir wichtiger als das Geld. Danke. Ich bin überzeugt, du bist genau der richtige Mann für diesen Job. Gute Nacht. Gute Nacht, Nick. Macht der Peterson-Fall dir immer noch Sorgen? Nein, nein, darum geht's nicht. Ich ärgere mich ausnahmsweise mal über mich selber. Ich habe heute was vermasselt. Ich war nämlich bei den Mortons. Ich wollte sie dazu überreden, dieses verdammte Rodeo abzusagen. Was? Keine Sorge, das Rodeo findet statt. Der alte Rufus hat mich so in Harnisch gebracht, dass ich ihm gesagt habe, wenn er einen Kampf haben will, soll er ihn kriegen. Schon besser. Nein, das ist nicht besser. Warum nicht? Nick, lass uns vernünftig darüber reden. Wir wollen überlegen, was das Beste für die Barclays und für die Mortons ist. Ach, fängst du jetzt auch wieder an, Mutter? Denk mal nach, Nick. Wir verlieren doch nichts, wenn wir das Rodeo absagen. Vergiss nicht, unsere Leute haben ihr ganzes Monatsgehalt verwettet. Sie würden ihr Geld verlieren. Na schön, wir können es ihnen ersetzen. Gibt's noch andere Gründe? Ja. Welche? Deine lächerliche Wette mit Zack? Nein. Was denn sonst? Seit 3 Jahren haben uns die Mortons beim Rodeo geschlagen. Dieses Jahr wird Joshua für uns kämpfen und wir werden mit Sicherheit gewinnen. Hör zu, Nick. Oh, das ist aber eine Überraschung. Joe, nimm deinen Hut ab. Was wollt ihr? Einen von euren Leuten holen, Joshua Watson. Richtig. Heath erzählte, dass du Josh eine Stellung angeboten hast, aber er hat abgelehnt. Wir sind nicht hier, um ihn anzuheuern. Wir wollen ihn dem Sheriff übergeben. Was? Soll er etwa verhaftet werden?
Weshalb denn? Ich glaube, er ist ein Verbrecher. Du glaubst es? Wenn ich ihn nach Phoenix bringe, könnte ich es beweisen. Joshua will nicht zu dir kommen und eine Absage verträgst du nicht, habe ich recht? Irrtum, damit hat es überhaupt nichts zu tun, Victoria. Du weißt, ich bin sehr oft in Phoenix. Als ich vor kurzem dort war, wurde ein Farbiger gesucht, der zur Coleman-Bande gehört hat. Und du glaubst, dass unser Joshua der Mann ist, der in Phoenix gesucht wird? Der Beschreibung nach ist das. Das ist doch eine Gemeinheit. Wenn Joshua ein Verbrecher wäre, hätte er doch das Geld angenommen, das du ihm geboten hast. Warum bist du so sicher, dass Joshua ein Verbrecher ist? Ich habe gesehen, wie er mit dem Revolver umgeht. Rufus, ein Verdacht allein genügt nicht. Du wirst für deine Behauptung Beweise bringen müssen. In Phoenix gibt es genug Beweise. Ich bin hier, weil ich euch auffordern will, eure Pflicht zu tun. So, und unsere Pflicht wäre? Joshua Watson dem Sheriff in Stockton auszuliefern. Interessant. Rufus, ich habe immer gewusst, wie viel dir dieses Rodeo bedeutet, aber ich hätte nie gedacht, dass du so einen faulen Trick anwenden würdest, um es zu gewinnen. Ihr übergebt Joshua Watson noch heute Abend dem Sheriff in Stockton. Oder ich schlepp diesen Burschen morgen früh mit Gewalt hin. The streets of Laredo. As I walked out in the street one day, I saw a poor cowboy all wrapped in white linen, all wrapped in white linen and cold as a clay. Take me to green valleys and lay the sod o'er me, for I'm a young cowboy and I know I've done wrong. Für mich wird sich von jetzt an sehr viel ändern. Ich bin jetzt bei den Barclays daheim. Wir bleiben für immer hier. Du hast dich mit Abedden sehr gut angefreundet. Wir zwei verstehen uns, Silas. Du bist wirklich ein toller Bursche. Die Barclays sind mächtig stolz auf dich. Ich natürlich auch. Vielen Dank. Sehr nett von dir. Enttäusch uns nicht. Du musst das Rodeo gewinnen. Ich werde tun, was ich kann. Wenn du nicht hier wärst, dann gäbe es kein Rodeo für uns. Und keine Schwierigkeiten? Richtig. Willst du, dass ich trotzdem reite? Ich will nur nicht, dass einem Barclay was zustößt. Es ist schon sehr viel passiert bis jetzt. Und es wird noch allerhand auf uns zukommen. Das Rodeo bedeutet für Nick doch alles. Nick hat mich gut behandelt. Er gibt mir einen Job hier auf der Ranch. Ich bekomme eine Heimat. Ich will nichts aufs Spiel setzen. Das Rodeo muss stattfinden. Joshua? Ma'am? Rufus Morton behauptet, dass du in Phoenix gesucht wirst. Er hat gesagt, wenn wir dich nicht dem Sheriff ausliefern, holt er dich mit Gewalt. Wir glauben aber nicht, dass du ein Verbrecher bist. Danke, Madam. Du brauchst nicht zu danken, wenn du nicht der Mann bist, den sie suchen. Aber es wird vielleicht Ärger geben. Einen kleinen Krieg zwischen zwei Ranchen. Ich möchte etwas von dir wissen und du musst mir die Wahrheit sagen. Was wollen Sie wissen, Madam? Hast du zur Hardy Colmans Bande gehört? Nein, Madam. Du kannst also nicht der Mann sein, der in Phoenix gesucht wird. Nein. Sag mir, woher du kommst, Joshua. Ich war an mehr als nur einem Ort, Mrs. Barclay. Überall machte ich schlechte Erfahrungen. Die möchte ich hier vergessen. Am Posten? Ein Teil ist auf der Nord, der Rest auf der Südweide. Aber vielleicht kommen sie gar nicht. Die Mortons haben sich noch nie vor einem Kampf gedrückt. Die werden schon noch kommen. Nick. Stehen bleiben, Rufus! Geht aus dem Weg. Ihr habt keine Chance. Greift doch an! Ihr wollt einen Kampf, den könnt ihr haben. Wir reiten links hinüber. Ja.
Du willst also von hier verschwinden. Dann hat Rufus Morton wohl recht. Du warst ein Mitglied der Coleman-Bande. Ja, aber schon vor sehr langer Zeit. Damals war ich ein anderer Mann als heute. Wieso? Wir wurden von der Sklaverei befreit. Aber das war auch alles. Ich hatte kein Zuhause mehr, keine Familie. Ich wusste nicht, wo ich hin sollte. Hardy hat mich geholt. Er brachte mir bei, wie man reitet, wie man einen Revolver benutzt. Er gab mir die Chance zu beweisen, dass ich was kann. Bildet dich mir ein. Wir bieten dir hier eine echte Chance. Wenn du dich aus dem Staub machst, dann ist es aus mit dir. Wenn ich nicht verschwinde, erwarten mich in Phoenix 3 Jahre Gefängnis. Dafür bieten wir dir dann ein ganzes Leben hier auf unserer Ranch. 3 Jahre sind für sie vielleicht nur eine kurze Zeit. Aber für einen Mann, der ein Sklave war, ist es eine Ewigkeit. Ich behaupte ja nicht, dass es einfach für dich sein wird. Es ist zwecklos, Madam. Sie wollen mir helfen, das ist freundlich. Dafür danke ich Ihnen. Aber es gibt nichts, wofür ich meine Freiheit aufgeben würde. Du bist ein Feigling. Nein, Mrs. Barclay. Es ist leicht für Sie, mich zu verurteilen. Sie mit Ihrer wunderbaren Ranch und mit Ihrer großen Familie. Es war nicht immer so. Als mein Mann mich herbrachte, war hier alles unfruchtbares, ödes Land. Uns wurde nichts geschenkt. Wir mussten hart arbeiten. Wir haben gelitten und... Gelitten? Sie und Ihre Familie doch nicht. Sie wissen nicht, was Leiden heißt. Zusehen, wie Vater und Mutter bei einer Sklavenversteigerung verkauft werden. Hart arbeiten und hinter uns einer, der die Peitsche schwingt, falls einer von uns umfällt. Wenn man wegen seiner Hautfarbe verfolgt wird und niemand einsieht, dass man auch ein Mensch ist, das heißt Leiden. Die Zeiten haben sich geändert und mit ihnen die Menschen. Ja, aber nicht schnell genug. Joshua, bei uns kannst du doch ein neues Leben anfangen. Es tut mir leid, Mrs. Barclay. Zu kämpfen braucht jetzt keiner mehr. Richten Sie das Ihren Söhnen aus. Bist du verletzt? Nicht weiter schlimm, an der Schulter, glaube ich. Ist er schwer verletzt, Vater? Vorläufig reicht's. Jagt in die Flucht, Jungs! Lange halten wir nicht mehr durch, Heath. Ich hole uns Verstärkung. Gib mir Feuerschutz. Okay. Jetzt Nick und Charlie in die Enge. Wir brauchen sofort Verstärkung. Und die wollen Sie holen? Ja, die Leute von der Nordweide. Herr Baden, die Sklaven folgten, wenn sie flüchteten, den Sternen. Sie wussten, der große Bär führt sie nach Norden in die ersehnte Freiheit. In welche Richtung sollen wir reiten? Wo liegt die Freiheit für mich? Thank you.
nicht. Und Sie? Nur noch ein paar Schuss, dann sind wir geliefert. Feuer einstellen! Feuer einstellen! Hört auf zu feuern! Wartet einen Augenblick! Joshua, reite hierher! Hört auf zu kämpfen, Nick! Ich bin der Mann, der in Phoenix gesucht wird! Du bist was? Die Mortons haben recht. Ich will mich ergeben. Das ist vielleicht nur ein Trick. Das wird sich gleich rausstellen. Watson, Sie ergeben sich also. Stellen Sie sich auch dem Sheriff? Ja, in Ordnung. Ich werde mich dem Sheriff stellen. Hört zu, Leute. Unser Kampf ist zu Ende. Zu ihm. Joshua. Ich enttäusche Sie, das tut mir leid. Warum bist du nicht verschwunden? Das wollte ich ja tun, aber ich hab's mir anders überlegt. Warum anders überlegt? Naja, ich habe eingesehen, dass ich erst dann ein neues Leben anfangen kann, wenn ich dem richtigen Stern folge. Ach, so ist das. Kriege ich den Job nach 3 Jahren noch? Wir warten auf dich. Danke, Nick. Hey, pass auf! Du schaffst es nicht! Ja! Gut gemacht, lass ihn toben! Nick hat sicher eine Chance. Ja, hoffen wir es. Aber er muss noch bis zum Rodeo ein wenig trainieren. Der Dickkopf gibt nicht auf. Hast du immer noch nicht genug? Ein Mann kann mal abgeworfen werden, aber mal wird der Gaul auch müde. Ja! Sehr gut, Nick. Thank you.